Ich wünschte, jemand hätte mir damals erzählt, wie kaputt und krank mich diese Shakes machen würden. Die sind gerade ein Mega-Hype auf Insta. So ist es dann gekommen, dass ich 19 Kilo abgenommen habe. Also Essen generell genießen kann ich eigentlich ganz selten. Das kontrolliert ja keiner. Aber nicht das ist das, was euch abnehmen lässt, sondern das ist das, was euch... Es gibt keinen Shake, durch den ihr abnehmt. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Shake... So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Meine lieben Freunde, wir sind mit unserer kleinen Serie zurück. Na, klein ist sie nicht mehr. Sie ist recht groß geworden und sehr, sehr beliebt bei euch. Und das freut mich und uns alle sehr, weil wir diskutieren, weil wir Themen beleuchten, weil wir auch lernen zu diskutieren. Es wird immer besser unter den Videos, sehr, sehr respektvoll. Ich bin offen für jede andere Meinung, wenn sie begründet ist durch Argumente. Ich finde es fantastisch. Auch ich lerne durch Argumente dazu. Ich lese alle Kommentare. Viele sagen, ja, du diskutierst ja gar nicht mit. Doch, ich schaue mir alle Kommentare an. Ich lese die Kommentare. Ich kann natürlich nicht auf alle antworten, aber ich freue mich einfach über die Diskussion, die dadurch auch entsteht. Und hier ist ja auch meine Argumente sozusagen für die Diskussion. Deswegen macht es mir riesen Spaß. Wir hatten eine kleine Unterbrechung beim letzten Mal, wo ich einfach mal ein positives Video gemacht habe und einfach Freude teilen wollte. Und jetzt schauen wir uns mal wieder ein Thema an, das diesen Kanal, diese Zuseherschaft, sage ich mal, auf jeden Fall betrifft. Und es geht immer um Sport, um Ernährung und so weiter. Ich versuche möglichst Themen zu nehmen, die uns hier alle irgendwo auch betreffen. Und heute mal wieder ein Kanal des Öffentlich-Rechtlichen. Viele werden sagen, Simon, hör jetzt auf damit, mach die nicht schlecht. Überhaupt nicht. Dieses Video wurde mir vorgeschlagen und ich muss direkt sagen, ich finde diesen Kanal und dieses Video gut von der Machart. Ich finde es rechtssachlich, ich finde es objektiv, es werden beide Seiten beleuchtet. Ich finde es sehr, sehr gut, dass zum Beispiel Diät-Shakes und dann Joanna kann nicht mehr richtig essen oder so heißt, glaube ich, der Titel. Das heißt, es wird nicht versucht zu sagen, Diät-Shakes sind grundsätzlich Verursacher von Essstörungen, sondern hier wird auf diesen Einzelfall praktisch schon hingewiesen mit dem Titel, auch im Titelbild wird praktisch auf diesen Einzelfall sozusagen hingedeutet und dann werden auch unterschiedliche Meinungen gehört. Das finde ich gut. Ich finde diesen Beitrag gut und sage es auch direkt. Ich möchte hier niemanden schlecht machen. Wir diskutieren einfach über Themen und oftmals ist es der Öffentlich-Rechtliche, weil hier einfach stärker hingeschaut wird, weil diese Videos auch stärker geklickt werden und mir auch vorgeschlagen werden. Und die werden euch auch vorgeschlagen und ihr schaut die anders als zum Beispiel Videos von mir. Und jetzt ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt werden ganz, ganz viele sagen, jetzt sind wir aber auch direkt beim Thema, keine Sorge. Also viele werden jetzt sagen, Simon, ist ja klar, Öffentlich-Rechtlicher macht ein kritisches, negatives Video zu Diät-Shakes und du wirst jetzt sagen, die haben kein Recht, weil du verkaufst ja Diät-Shakes. Nein. Erstens, ich möchte immer sachlich bleiben. Zweitens, ich verkaufe keine Diät-Shakes. Und ich halte auch nicht viel von Diät-Shakes. Wir werden gleich inhaltlich ein bisschen darauf kommen, warum ich auch finde, dass Diäten, also wenn Diäten verkauft werden, wo man Nahrung durch Shakes ersetzt, ich halte gar nichts davon. Und wenn ihr euch meinen Kanal anschaut oder wenn ihr euch unseren Kanal anschaut, das ist unser Kanal, werdet ihr sehen, dass ich für eine gesunde Ernährung bin. Ich bin für ausgewogene, gesunde Ernährung. Ich würde mal sagen, 98% aller Themen rund um die Ernährung, da geht es um gesunde, ausgewogene Ernährung. Und Supplements ist ein kleiner Teil, ein Zusatz. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist ein Zusatz zu einer gesunden Ernährung oder zum Beispiel zu einer Diät, aber eben kein Ersatz. Ich bin kein Fan von Ersatzshakes für eine gesunde Ernährung, weil für mich kann man eine gesunde Ernährung nicht ersetzen. Und das ist genau der Punkt hier. Und ich finde es gut, so etwas kritisch zu beleuchten. Aber hier, und ich komme direkt mal zu meinem Fazit, wir gehen das gleich nochmal durch. Aber der Shake an sich, ein Diät-Shake oder diese Nahrungsersatz-Shakes, sind grundsätzlich nicht schlecht. Sie sind nicht der Grund für Essstörungen und so weiter. Aber sie sollten eben keine Mahlzeit ersetzen, grundsätzlich. Und es ist eher die Diät, die schlimm ist oder das Ersetzen von Nahrung und nicht der Shake selbst. Und das wird hier eben ein bisschen vertauscht, meiner Meinung nach. Und der Grund für Probleme wird eben in dem Shake gesucht und nicht unbedingt in anderen Themen. Und auch die Joanna, das größte Problem von ihr sind nicht die Shakes, sondern es ist ihre Einstellung zum Essen und ihre Einstellung zu ihrem Körper. Und genau das werden wir uns ganz, ganz kurz beleuchten. Also grundsätzlich sachlich, gut aufgebaut und so weiter. Wenn wir uns jetzt anhand von ein paar Punkten anschauen, wo ich vielleicht etwas anderer Meinung bin und ich werde euch dann wirklich zum Schluss, bitte, bitte dranbleiben oder macht so ein Timestamp, ich werde euch zum Schluss sagen, warum eine
Diät mit Ersatzshakes nicht funktionieren kann, dauerhaft, und wie ihr es besser machen könnt. Also da bitte auch dranbleiben, weil ich möchte auch immer sagen, wie es denn richtig geht, wenn man abnehmen möchte, zum Beispiel in diesem Fall. Ihr habt euch gewünscht, dass wir über Abnehmshakes berichten. Die sind gerade ein Mega-Hype auf Insta. So ist es dann gekommen, dass ich 19 Kilo abgenommen habe, was mich richtig stolz macht. Viele schwören darauf, dass so eine Shake-Diät gut funktioniert. Das kann aber auch furchtbar schief gehen. Ziemlich zu Beginn wird gesagt, dass Shakes natürlich funktionieren grundsätzlich und dass man ja 30 Tage lang nimmt man diese Shakes und nimmt dadurch ab. So, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Der wird hier kritisch gesehen und der wird auch, den sehe ich absolut kritisch, auch bei der Bewerbung von solchen Diät-Shakes und so weiter. Grundsätzlich, jetzt ist so der Punkt, auf den wir uns einigen müssen, den ihr alle verstehen müsst, die sich auch vielleicht für solche Shakes interessieren. Es gibt keinen Shake, durch den ihr abnehmt. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Shake. Jede Sorte von Kalorien, diese Shakes haben Kalorien, auch wenn es Eiweißkalorien sind, auch wenn es, da sind Ballaststoffe drin, Kalorien, Vitamine. Es sind Kalorien und Kalorien führen nicht zur Abnahme, sondern Kalorien sind ja praktisch, führen eher zu einer Zunahme, wenn ihr zu viel davon esst. Wenn ihr mehr Kalorien zu euch nehmt, als ihr verbraucht, nehmt ihr zu und nicht ab. Das heißt, ihr esst ganz normal und trinkt einen Shake dazu, dann nehmt ihr zu und nicht ab. So, das ist der allerwichtigste Punkt. So, natürlich funktionieren diese Diäten. So, diese Diäten funktionieren, weil ihr, und das wird auch hier ganz schön gesagt, es wird erstmal, werden alle Mahlzeiten durch einen Shake ersetzt, dann zwei Mahlzeiten und dann nur noch eine Mahlzeit. Im Grunde funktionieren die Shakes alle gleich. Wenn man abnehmen will, soll man ca. 30 Tage davon trinken. In den ersten Tagen wird jede Mahlzeit durch einen Shake ersetzt. In dieser Phase ist kein normales Essen erlaubt, auch kein Obst wegen des Zuckers. Danach werden zwei Mahlzeiten durch Shakes ersetzt, später nur noch eine. Am Ende ist man wieder komplett bei normalem Essen angekommen, im Idealfall gesund. Natürlich funktioniert das, man nimmt ab, aber ich glaube, dass also alle Zuschauer von dem Kanal werden es wissen, weil dieser Shake einfach weniger Kalorien hat als das Essen, was man sonst essen würde. Nicht durch den Shake, nicht durch irgendwelche Inhaltsstoffe im Shake. Rein Abnahme, wenn wir von Abnehmen reden, reden wir nur von Kalorien. Man kann richtig abnehmen, man kann falsch abnehmen und so weiter. Aber die Shakes funktionieren, weil ihr weniger Kalorien zu euch nehmt. So, dann ist der Shake aber nicht schlecht. Dann ist diese Shakes sind, und da kommen wir auch gleich zu, sagen dann auch die Ernährungswissenschaftler und der Ernährungspsychologe, das finde ich auch ganz gut, was er sagt. Die Shakes sind nicht schlecht. Die sind so grundsätzlich sogar ganz gut. Aber, wie gesagt, zu sagen, man ersetzt etwas und das, was man nimmt, um es für den Ersatz dient, das ist dann schlecht. Nein, es ist nicht schlecht. Ich könnte jetzt ganz, ganz direkt ein kurzes Beispiel, weil der Shake ist hier nicht der Böse. Es ist die Einstellung. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wenn ihr eine Mahlzeit durch eine eure normale Mahlzeit durch Brokkoli ersetzt, nehmt ihr ab. Damit habe ich recht. Und es ist trotzdem nicht unbedingt gut, aber dann ist der Brokkoli nicht böse. Dann ist der Brokkoli nicht böse. In dem Fall, es würde zu dem gleichen führen. Es würde zu dem gleichen führen. Oder durch ein Glas Wasser sozusagen. Dann würdet ihr sogar noch schneller abnehmen als durch einen Abnehmshake. So. Aber dann ist das Wasser nicht das Schlechte, sondern insgesamt die Einstellung zur Ernährung, die Einstellung zur gesunden Ernährung und besonders das Erlernte, was ihr auch danach wieder haben werdet. Das heißt, wenn ihr danach wieder normal esst, habt ihr wieder die mehr Kalorien, dann nehmt ihr wieder zu. So, das heißt, für eine langfristige Ernährungsumstellung sind diese Shakes tatsächlich nicht gut, wenn man sie so anwendet, wie sie dort beschrieben werden. Deswegen sehe ich sie auch absolut kritisch in Zusammenhang mit dieser Diät, aber nicht als Shakes alleine. Also ein Shake alleine, wenn ihr mal keine Zeit habt zum Essen oder irgendwo unterwegs seid oder so, dann ist so ein Shake sogar ganz gut, weil ihr eben Kalorien bekommt, weil ihr Eiweiß bekommt, paar Ballaststoffe und so weiter, ein paar Vitamine, dann ist das sogar gut. Aber eben nicht mit der Denke, dass das sozusagen der Ausweg ist oder dass man da deswegen verzichten soll aufs Essen. Das ist der allerwichtigste Punkt. Wir gehen jetzt direkt mal weiter. Was hat sich verändert, seit du die Shakes genommen hast? Ich bin so gepolt darauf gewesen, dass halt im Prinzip nur eine Mahlzeit am Tag richtig ist und man nur so abnimmt. Also je weniger ich esse, umso besser bin ich. Deswegen, das, was die Redaktion hier so ein bisschen versucht, auch bei 1 Minute 54 ungefähr, dass die Shakes das Essverhalten sozusagen verändern, wird ungefähr gesagt.
Das ist nicht richtig. Es sind nicht die Shakes. Es sind nicht die Shakes. Wir kommen gleich bei dem Einzelbeispiel von der Johanna dazu, was wirklich die Ursache ist. Und dann geht man eben, dann geht die Reporterin sozusagen mit dem Einzelfall, die wirklich Probleme bekommen hat durch diese Diätform sozusagen. Und dann geht man eigentlich auf die richtigen Gründe ein, was hier wirklich das Problem ist. Also es ist tatsächlich so, wenn ich zum Frühstück mir mal irgendwie so zum Beispiel so ein Marmeladenbrot oder sowas machen würde oder Nutella, fühle ich mich schon extrem schuldig. Das ist halt total gestört eigentlich, aber ich kriege das nicht mehr raus, dass ich weiß, das ist schlecht. Also Essen generell genießen kann ich eigentlich ganz selten. Sie beschreibt dann zum Beispiel auch, dass sie dann, als sie dann die Shakes genommen hat, so ein Gefühl hatte, dass je weniger sie isst, desto besser isst sie. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch hier, das sind nicht die Shakes sozusagen, die böse ist, sondern ihre Einstellung zur Ernährung, dass sie wenig essen soll. Das ist tatsächlich, diese Diätformen sind meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht, weil sie sagen, iss weniger Nahrung, iss immer weniger, nimm lieber einen Shake, iss weniger Nahrung. Und ihr wisst ganz genau, das ist falsch. Und meine Einstellung auch dazu ist absolut falsch. Iss das Richtige, iss die gesünderen Sachen, iss das, wo weniger Kalorien drin sind, wo vielleicht mehr Volumen drin ist, wo mehr Ballaststoffe mit drin sind, wo mehr Eiweiß drin ist, was länger sättigt. Man soll essen und nicht denken, man soll immer weniger essen. Man soll eigentlich sogar mehr essen. Ihr wisst, das ist absolut mein Ansatz, auch für eine Diät. Viel Volumen, mehr essen, nicht weniger essen, aber das richtige Essen. Und hier wird einfach gezeigt, dass ihre Einstellung falsch ist. Auch vielleicht, und ich kenne nicht alle Produkte, ich fände es eigentlich auch ganz schön, hätten Sie praktisch wirklich beispielhaft irgendwelche Diäten davon gezeigt. Das haben Sie leider nicht. Aber es ist praktisch die Diät, die verkauft wird, die Einstellung und nicht der Shake an sich, der dann dazu geführt hat. Essen ist für Johanna also eine richtige Belastung geworden. Aber sind wirklich die Shakes der Auslöser? Dann wird auch ganz schön gezeigt, wie sie dann da durch den Supermarkt geht, bei Minute 3,25 oder so, und eben sagt, dass sie auf alles dann achtet. Sie achtet unglaublich darauf, die und die Sachen zu essen und so weiter. Aber dass ich so krass drüber nachdenke, wird mir auch gerade erst jetzt so richtig bewusst. Also voll, ich bin gerade selber ein bisschen schockiert, dass es doch so ein halber Zwang ist irgendwie. Das macht mir einfach bewusst, dass ich da wirklich ein gestörtes Essverhalten einfach haben. Und das ist ganz klar eine Essstörung. Das wird auch hier gesagt. Ich kann es noch etwas konkreter sagen. Das ist eine Orthorexie. Wir haben sehr, sehr viel an der Uni damals genau zu diesem Thema geforscht. Orthorexie ist dieses übermäßige sich beschäftigen mit Nahrung. Immer umdrehen, gucken genau, was drin ist. Angst haben vor einigen Inhaltsstoffen und so weiter. Das ist orthorektisches Verhalten. Also eine Orthorexie sozusagen ist tatsächlich eine Form einer Essstörung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Diese Shakes könnten tatsächlich irgendwo hier und da dazu führen, dass man sich sehr, sehr stark damit beschäftigt. Aber sie sind nicht der Grund dafür. Das wird auch hier sehr, sehr schön deutlich. Sie beschäftigt sich einfach viel zu viel mit Nahrung. Und später wird auch sehr, sehr schön deutlich, dass das nicht die Shakes waren, sondern dass sie sich schon immer damit beschäftigt hat. Warum hast du denn mit den Shakes angefangen, mit den Abnehm-Shakes? Ja, weil ich abnehmen wollte. Ich habe schon immer so ein bisschen ein gestörtes Bild zu meinem Körper. Also ich habe so viele Influencer damit gesehen, so viele YouTuber, die dafür geworben haben und waren so total begeistert. Und ich dachte mir dann halt, oh mein Gott, das ist es. Hat es funktioniert? Ja, es hat auf jeden Fall funktioniert. Also sagt nämlich bei Minute 4,5 ungefähr, wie gesagt, ich blende euch das natürlich auch ein, dass sie schon immer ein gestörtes Bild mit ihrem Körper hatte, zum Beispiel. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch hier kommt der Shake und die Diät kommen praktisch und sind kombiniert mit ihrer Einstellung und so weiter einfach tatsächlich etwas nicht Gutes. Ich will das überhaupt nicht schönreden, aber hier geht es einfach darum, dass sie einfach schon immer ein gestörtes Verhalten, ein Verhältnis zu ihrem Körper, wahrscheinlich zu Lebensmitteln hatte und das natürlich ein Verstärker war, absolut. Aber nicht der Shake, wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich komme gleich zu meinem Fazit. Wir müssen einfach sehen, wo ist die Ursache? Wo ist die Ursache und nicht, wo ist praktisch ein Punkt, der das Ganze vielleicht nochmal verschlimmert. Ungefähr bei Minute 5,30 ungefähr wird dann nochmal so ein bisschen auch gezeigt, dass auch andere, also jetzt wird so ein bisschen von dem Einzelfall auch auf andere gezeigt und auch hier wird dann eine Meinung gelesen von jemandem, wo auch dann jemand sagt, hätte sie gewusst, dass diese Shakes sie so krank und kaputt machen. Ich wünschte, jemand hätte mir damals erzählt, wie kaputt und krank mich diese Shakes machen würden. Natürlich habe ich abgenommen, ca. 5 Kilogramm und natürlich war ich davon komplett überzeugt. Ja, es funktioniert sogar sehr gut und genau das ist das Problem. Da wie bei allen Diäten danach der Jojo-Effekt einsetzte, konnte ich das Gewicht nicht halten und weiter abnehmen. Aber das war mir ab diesem Zeitpunkt egal. Jetzt hatte ich ja das Wundermittel, mit dem ich nach Bedarf mich in Shape bringen konnte. Und so weiter. Also auch hier wird sehr stark auf diesen Shake abgelegt und
nicht wirklich an der Ursache gearbeitet. Das heißt, die Redaktion versucht meiner Meinung nach etwas zu viel den Schuldigen beim Shake zu suchen, was man auch dann gleich sieht, wenn man sich mit dem Ernährungspsychologen und mit der Ernährungswissenschaftlerin unterhält. Das heißt, die Redaktion sieht schon sehr, sehr stark sozusagen den Grund beim Shake und dann wird es aber eigentlich bei dem Beitrag sozusagen wird es eigentlich ganz schön deutlich, dass die Ursachen wirklich woanders sind. Und deswegen möchte ich das auch etwas kritischer, etwas sachlicher tatsächlich hier beleuchten. Es wird zum Beispiel auch deutlich irgendwo, wo man zum Beispiel sich mit der Ernährungswissenschaftlerin, glaube ich, war es, blendet es natürlich auch ein, unterhält. Und man dann so ein bisschen redaktionell so die Fragen stellt, wie schlimm sind denn diese Shakes? Wie viel muss ich davon trinken, dass es gefährlich ist und so weiter? Auf diese Frage wird gar nicht eingegangen. Das ist ganz interessant. Schaut euch wirklich mal den Teil an. Bei Minute 8,5 oder so. Wie viel ist denn zu viel? Und wartet mal auf die Antwort. Es gibt keine. Das ist ganz, ganz interessant. Wie viel von diesen Shakes kann ich trinken, bevor es, ich sag mal, schwierig wird? Wenn man das über 2 Wochen oder einen sehr begrenzten Zeitraum macht, dann passiert da auch nichts. Es geht immer darum, wenn es langfristig und regelmäßig gemacht wird. Also ich würde jetzt mal sagen, über Monate. Die Shakes sind nicht schlecht. Die Shakes sind nicht ungesund. Sie sagt zum Beispiel auch, die Ernährungswissenschaftlerin sagt auch grundlegend, dass die Shakes haben Vitamine und so weiter und ein Übermaß an einigen Vitaminen können dann zu Diabetes und Nierenversagen und Krebs führen und so weiter. Aber sie geht sehr, sehr stark dann eine übermäßige Versorgung mit Vitaminen und so weiter. In den Shakes ist nicht so viel drin, dass ihr in diese kritischen Lagen kommt. Besonders nicht bei 1 bis 2 Shakes, auf gar keinen Fall auch nicht bei 3 Shakes. Also wenn es um das Thema Abnehmen geht mit den Shakes, wie gesagt, diese Shakes sind nicht ungesund. Das wird hier auch sehr, sehr schön deutlich. Zu viele Vitamine, ja, dann sind es zu viele Vitamine, aber da könnte man bei allen Sachen sagen, da könnte man, wie gesagt, sagen, Wasser ist ungesund, weil zu viel Wasser, könnt ihr tatsächlich sterben durch zu viel Wasser, wenn ihr auf einmal, aber das macht man nicht. Man kann kaum so viel Wasser auf einmal trinken, theoretisch. Zu viel Salz ist ungesund, weil zu viel. Es ist nicht das Salz und es ist nicht der Shake. Natürlich, von allem zu viel ist ungesund, aber daraus kann man nicht sozusagen herleiten, dass die Shakes grundsätzlich, also ich will die Shakes für sich etwas, ich sag mal, etwas ins positivere Licht stellen, weil die zum Teil, wie gesagt, wenn man mal eben unterwegs ist oder so, ist das gar nicht verkehrt, sich statt eines Döners oder so irgendwie mal so einen fertigen Ersatzshake zu holen, wenn es denn mal sein muss, weil die Dinger wirklich aus ernährungsphysiologischer Sicht nicht so schlecht sind. Wie gesagt, es geht hier einfach um die Einstellung, ich muss mein Essen ersetzen dadurch. Ich kann es mal machen, aber wie gesagt, auf lange Sicht sehe ich davon auch, absolut würde ich davon abraten, aber wie gesagt, hier Redaktion versucht zu sagen, ja, wie viel sind denn schlecht? Es kommt keine Antwort. Wenn man das über 2 Wochen oder einen sehr begrenzten Zeitraum macht, dann passiert da auch nichts. Dann wird sich später eben noch mit dem Ernährungspsychologen, war das, glaube ich, unterhalten und so weiter. Und er rät auch eher von einer längerfristigen Diät davon ab. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, was er sagt. An einem Punkt würde ich ihm etwas widersprechen, weil er sagt, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, den Körper zu erreichen, der seiner Biologie entspricht, ich blende es euch natürlich ein, das ist nicht gut. Wenn ich es übertreibe und wenn ich in eine Shakesucht komme und wenn ich zu krampfhaft versuche, ein Normgewicht anzustreben, was nicht meiner eigenen Körperbiologie entspricht. Ihr wisst, ich bin da etwas anderer Meinung. Ich bin der Meinung, es gibt kein Gewicht, was meiner Biologie entspricht, grundlegend. Natürlich gibt es ein Untergewicht und ein starkes Übergewicht, aber grundsätzlich jemand, der übergewichtig ist. Ihr wisst, ich sehe das nicht falsch, was er sagt grundsätzlich, aber ich finde, man kann, ihr wisst ja, wenn jemand übergewichtig ist, würde ich niemand sagen, ich bin so übergewichtig, weil das so mein Naturell, mein biologisches Naturell ist. Ihr wisst, ich sehe nicht, ich sehe diesen Setpoint, diese ganze Setpoint-Theorie, dass es ein Gewicht gibt, was so für mich bestimmt ist. Davon halte ich nichts, weil es gibt zig Beispiele von sehr, sehr stark übergewichtigen Menschen, die dauerhaft abgenommen haben und dann müssten ja irgendwie ihr biologisches Gewicht verändert haben oder ihren Setpoint und so weiter. Da würde ich ihm auf jeden Fall widersprechen, aber grundlegend sagt er auch, dass es einfach langfristig nicht gut ist, seine Mahlzeiten zu ersetzen, auch aus psychologischer Sicht, weil man dann eben verlernt, richtig zu essen. Er sagt zum Beispiel auch an einigen Stellen, dass diese Proteine insgesamt, also es wird immer versucht, ein bisschen, was ist da schlecht dran, und grundsätzlich kommt eigentlich immer raus, dass die Produkte an sich ganz gut sind. Er sagt zum Beispiel auch, dass die isolierten Proteine drin meistens ganz gut sind. Es ist so, dass diese Proteine in der Regel bei den meisten Produkten gut sind
Und dass man also innerhalb von 21 bis 28 Tagen damit auch nicht große Dummheiten machen kann. Das finde ich auch gut. Er sagt auch, dass man das kurzfristig auch mal nehmen kann, um einfach mal von seinen häufigen Essgewohnheiten auch mal wegzukommen. Das finde ich auch ganz gut. Er spricht dann auch später, dass es eben diese Formula-Diäten gibt, die eben ärztlich begleitet sind. Das Wissen, das ist immer so schade. Das ist ja auch das bei den früheren Videos, habe ich das auch immer versucht zu sagen, dass es eben, dass die Proteinshakes etwas sehr, sehr Gutes sind an sich. Es arbeiten zum Beispiel sehr, sehr viele Ärzte, auch wirklich ganze Kliniken eben damit, um eben abzunehmen, um dem Körper dann beim Abnehmen aber das Wichtigste zu geben, was er so braucht. Und das sind eben zum Teil Proteine. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel. Das sagt er auch. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass es hier auch gesagt wird, dass grundlegend ist es kann etwas Gutes sein. Es ist nicht schädlich. In einer kurzen Zeit passiert nichts und so weiter. Also grundsätzlich wird das jetzt nicht schlecht geredet, dieses Produkt, sondern eben eher die Einstellung. Wo ich zum Beispiel auch nicht einverstanden bin, ist, dass irgendwo bei Minute 10, 25 oder so gesagt wird, dass all die abgenommenen Kilos sind Wasser und die sind dann ja ganz schnell wieder drauf. Die schnell abgenommenen Kilos sind kein Fett, sondern Wasser. Und das kommt genauso schnell wieder drauf. Das ist auch nicht richtig. Wie gesagt, wenn man weniger Kalorien zuführt, dann nimmt man ab und es ist nicht nur Wasser. Wenn man 30 Tage lang wirklich irgendwo sich 500, 600, 700 Kalorien vielleicht einspart, dann ist das nicht nur Wasser. Dann hat man selbstverständlich auch, wenn man ein bisschen Sport gemacht hat, da ist ja auch Eiweiß drin und so weiter, hat man vielleicht ein bisschen Muskeln verloren, auch viel Fett verloren. Das sollte man nicht unterschlagen. Die funktionieren. Grundsätzlich. Selbstverständlich funktionieren. Man nimmt auch nicht nur Wasser ab. Und wenn man danach die Kalorien anpasst, dann kann man das Gewicht auch halten. Ich komme aber gleich zu, warum das so unfassbar schwer ist in diesem Fall. Aber natürlich kann man dann das Gewicht auch halten. Und es geht. Es funktioniert in den meisten Fällen nicht, aber das ist eine andere Sache. Kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Aber es geht und es ist nicht nur Wasser. Es ist einfach falsch. Jetzt werden ja auch solche Abnehmshakes in Form von Formula-Diäten auch unter ärztlicher Betreuung angeboten. Aber nur bei Menschen, die einem BMI von 30 und größer haben und dabei krank sind. Das heißt, die wiegen 130, 140, 180, 200 Kilo. Und zum Schluss wird eben noch gesagt, dass es Ärzte verwenden und so weiter. Und das finde ich ganz interessant. Aber erst bei Leuten mit einem BMI von über 30. Das klingt jetzt so unglaublich viel, aber ein BMI über 30, meine lieben Freunde, haben wahnsinnig viele Leute da draußen. Ich würde sogar sagen, fast die meisten der Leute, die bei so einem Shake irgendwie zuschlagen und so weiter, ich würde fast sagen, der Großteil von den Leuten hat bereits einen BMI über 30. BMI über 30 ist nicht viel. Und der ist sehr, sehr schnell erreicht. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Video zu dem Body Positivity Thema und so weiter, was wir hier auch, die Dame hat ein BMI weit über 35 wahrscheinlich. Ne? Also denkt dran, dieser BMI von über 30, der ist sehr, sehr, sehr schnell erreicht. Und dann ist man eben, adipös sozusagen. Und ja, das ist eine Krankheit. Aber das sind ja sehr, sehr schnell meistens die Leute, die dazu greifen. So, das heißt, hier will ich sagen, also das ist kein Grund zu sagen, nur dann macht es Sinn, abzunehmen und so weiter, sondern das betrifft sehr viele. Deswegen sollte man dieses Thema auch ernst nehmen und nicht so, erst wenn man irgendwie super übergewichtig. Nein, man sollte an das Thema abnehmen eben schon recht früh denken, bei eben BMIs von über 30 auf jeden Fall. Und jetzt komme ich wirklich zu meinem Fazit. Wie gesagt, das Video, ich finde es gut, ich finde es ganz gut beleuchtet und so weiter. Jetzt aber nochmal mein Fazit und meine Sicht auf diese Dinge. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, wirklich bitte zuhören, weil jetzt ist der Mehrwert des Videos hier wirklich erreicht. Warum würde ich trotzdem davon abraten? Vielleicht also einmal grundgenommen, die Shakes sind gar nicht schlecht. Die haben Vitamine, Ballaststoffe, Eiweiß, ein paar gute Fette tatsächlich. Die sind ernährungsphysiologisch ganz gut. Mit denen kann man tatsächlich abnehmen. Wenn man eine Mahlzeit bis zwei damit austauscht, führt man weniger Kalorien zu, auch gute Kalorien zum Teil, und wird sich ein paar Kalorien sparen. Und man wird auch wirklich ganz gut tatsächlich damit abnehmen. Wenn man dazu Sport macht und so weiter, wird man noch besser abnehmen, wird auch ein bisschen Muskulatur halten. So. Warum rate ich dringendst davon ab, solche Produkte zu nehmen? Weil ihr Nahrung nicht ersetzen sollt und nicht ersetzen könnt. Weil ihr danach immer wieder in die Nahrung
hineinfallt, die ihr vorher euch aufgebaut habt. Dieser Shake bringt euch nichts bei. Dieser Shake bringt euch nicht bei, wie ihr euch denn danach richtig ernährt. Ihr wollt ja nicht euer Leben lang diese Shakes essen. Das wäre krank, das wäre falsch und absolut fatal. Ihr sollt essen und ihr sollt richtig essen. Dieser Shake bringt euch nichts über richtiges Essen bei. Ganz im Gegenteil, er bringt euch wieder weg vom Essen. Meine ganz klare Empfehlung, beschäftigt euch in diesen 30 Tagen doch lieber mit eurer Nahrung. Ihr seid, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, nehmen wir mal an, ihr seid 30, 35 Jahre alt. Ihr habt euch praktisch eure Vorlieben, eure Dinge aufgebaut über Jahre. Das sind so unfassbar viele Tage, wo ihr euch Vorlieben, wo ihr euch praktisch eure, ja, eure Essensmuster und so weiter lange, lange aufgebaut habt. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr innerhalb von 30 Tagen das ändert. Ihr verfallt in die gleichen Essensmuster danach und deswegen entsteht der Jojo-Effekt. Nicht wegen des Shakes oder irgendwas, sondern weil ihr wieder esst wie vorher. Ihr habt in der Zeit nichts gelernt. Überhaupt nicht. Und wenn es wieder höher kalorisch ist, dann seid ihr genau da, wo ihr vorher seid. Denkt dran, ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht. 95% aller Diäten sind scheitern, weil sie nach 3 Jahren ungefähr mindestens wieder so viel zugenommen haben wie vor der Diät und die meisten sogar mehr. Warum? Weil ihr euch Essgewohnheiten aufgebaut habt. Wenn etwas einfach eine Gewohnheit geworden ist, dann werdet ihr die nicht so schnell ablegen. Deswegen müsst ihr an den Gewohnheiten arbeiten und praktisch das Essen modifizieren, sage ich mal, um einfach längerfristig abzunehmen. Das heißt, ihr müsst euer Essverhalten dauerhaft ändern. Und jetzt kommen wir wirklich zu, wie geht das denn, Simon? Wie geht das? Wie soll das funktionieren? Aber du hast doch auch Shakes und so weiter. Meine Shakes sollen kein gesundes Essen ersetzen. Aber ein Shake statt einer Süßigkeit, der schmeckt wie eine Süßigkeit. Das heißt, hier haben wir die Gewohnheiten gar nicht groß geändert, sondern wenn ihr euch eine fette Süßigkeit zum Beispiel mit einem Shake stattdessen einen Shake trinkt, ist das in Ordnung. Wenn ihr euer Essen verbessert. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr esst normalerweise und auf unserem Kanal gibt es ja die ganzen Rezepte dazu. So funktioniert es. Statt euch einen fetten Kuchen mit Butter und Zucker und Sahne zu machen, nehmt ihr statt Sahne ein bisschen Creme Fin, ihr nehmt statt Zucker Zuckerleit und ihr nehmt wie statt Weizenmehl oder so, nehmt ihr ein bisschen Mandelmehl zum Beispiel. Damit habt ihr viel bessere Kalorien, ihr habt weniger Kalorien und ihr nehmt automatisch ab mit den gleichen Gewohnheiten. Ihr werdet die Gewohnheit nicht ablegen. Wenn ihr abends gerne etwas Süßes esst, dann werdet ihr dauerhaft immer Süßes essen, weil ihr wollt ja nicht ein Leben lang eine Diät machen. Das heißt, esst lieber etwas vergleichbar Leckeres, aber eben etwas Gesünderes, etwas mit weniger Kalorien. Versucht einfach statt normale Cola einfach tatsächlich, und hier werden jetzt viele sagen, trink doch statt Cola irgendwie Wasser. Nein, das ist Verzicht. Die Leute werden nicht verzichten auf den süßen Geschmack. Deswegen bin ich auch ein Fan, tatsächlich ab und zu mal lieber eine Cola Light zu trinken, weil ihr nah an euren Gewohnheiten seid. Ihr werdet nicht, jemand, der 20 Jahre lang Cola trinkt, wird nicht plötzlich nur noch Wasser trinken. Er braucht irgendwie diese Süße, dieses Sprudel und so weiter. Trinkt doch dann lieber eine Cola Light ohne Kalorien oder macht euch tatsächlich ein anderes leckeres Getränk ohne viele Süßstoffe und so weiter, wenn ihr darauf verzichten wollt und so weiter. Ihr könnt vieles ersetzen. Wenn ihr normalerweise irgendwie normale Nudeln esst mit einer Bolognese-Soße mit fettem Käse drüber, dann gibt es so tolle Produkte. Ihr könnt zum Beispiel Kichererbsennudeln nehmen, ihr macht euch die Bolognese selber, ihr macht euch zum Beispiel Hackfleisch selbst und nehmt statt dem fetten Käse ein bisschen Leitkäse drauf. So. Und schon habt ihr locker 200-300 Kalorien pro Portion gespart und verzichtet nicht. Ihr habt praktisch den gleichen Genuss, die gleiche Gewohnheit, sogar fast die gleiche Größe der Portion. Seid aber länger satt, ihr seid gesättigter und so weiter und nehmt besser ab, automatisch ab, weil ihr eure Gewohnheiten nicht geändert habt. Das heißt, schaut bei uns auf dem Kanal vorbei. Wir haben sozusagen für jede Süßigkeit, wir haben für jedes Küchlein, wir haben für jede ungesunde Geschichte, für jede Pizza und so weiter, haben wir die gesünderen Alternativen. Und nur so funktioniert es. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum dieser Kanal auch so aufgebaut ist. Natürlich mal ein Shake. Oder, jetzt ganz, ganz wichtig vielleicht, wenn ihr auch mal fastet oder so, ist ein EAA-Produkt ganz, ganz wichtig. Es ist jetzt zwar Werbung, aber ich habe dieses Produkt ja genau dafür kreiert. Es ist, wenn ihr nichts esst, nehmt ihr zwar besser ab, oder mehr ab, aber eben nicht besser, weil ihr Muskeln verliert. Deswegen zum Beispiel auch EAAs, um dem Körper das Notwendigste zu geben in dieser Zeit, wo ihr nicht esst. Aber nicht das ist das, was euch abnehmen lässt, sondern das ist das, was eure Muskulatur und euren Körper versorgt damit, dass er nicht Muskeln abbaut, dass ihr danach eben keinen so starken Jojo-Effekt habt. Das heißt, Supplements hier und da
zusätzlich ergänzen als Unterstützung, ja, aber es geht ums Essen. Ihr müsst lernen, richtig zu essen, gesund zu essen, ballaststoffreich, eiweißreich und so weiter. Und eben nicht verlernen zu essen, kurzzeitig Shakes zu trinken statt dem Essen und danach wieder mindestens genauso viel zu essen wie vorher. Das bringt euch null, es lässt euch nicht langfristig abnehmen. Und deswegen ist diese Reportage grundsätzlich, um etwas abzuschrecken vor dieser Diätform, absolut gerechtfertigt und auch gut, dass sie da ist. Ich würde, wie gesagt, ein paar Punkte etwas anders sehen. Ich würde mehr an die Ursache gehen, etwas mehr mich mit dem Körperbild beschäftigen insgesamt, weil die Ursache liegt einfach in einer zu starken Beschäftigung mit surrealen Körpertypen, mit diesem ganzen Instagram-Wahn, mit ich muss perfekt aussehen und so und dann. So, darum geht es hauptsächlich. Wenn ihr gesund esst, wenn ihr nicht Diäten macht, wenn ihr euch wirklich daran gewöhnt, gut zu sein mit eurem Körper und so weiter, dann habt ihr diese ganzen Probleme nicht und dann braucht ihr keine Shakes, die braucht ihr sowieso nicht. Befasst euch wirklich mit euch selbst, mit eurer richtigen Ernährung. Und das ist so der Grund, warum ich auch dieses Video genommen habe, weil ich eigentlich den als Aufhänger brauchte. Wirklich nochmal in der Zeit, wo jetzt alle wieder abnehmen wollen, wirklich den Aufhänger zu nehmen. So geht es richtig und nicht irgendwo versuchen, die Verantwortung abzugeben an irgendwelche Shakes oder ähnliches. Meine lieben Freunde, jetzt habe ich wieder viel geredet, aber es hat mir wieder richtig Spaß gemacht und diskutiert fleißig. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare unter diesem Video. Diskutiert selbstverständlich, respektvoll und abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut auf Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements, Bodybuilding. Bis dahin, euer Sieben.